Jo, hallo und herzlich willkommen zur Ringvorlesung Klimaschutz, diesmal schon im dritten Semester in Folge. Mein Kollege Ingomar Glatz und ich haben diese im Wintersemester jetzt organisiert und ich darf kurz das Programm dieses Wintersemesters vorstellen. Wir haben spannende Vorträge und dürfen heute Helga Kromm-Kolb begrüßen und haben dann weitere in 14-tägigen Abständen Vorträge einerseits technischer Natur, andererseits über zum Thema Finanzen, aber auch zum Thema Tourismus. Einige der Vorschläge kommen auch von Studierenden der Semester, die bereits gehalten wurden. Wenn Sie als eingeschriebene Studierende an dieser Veranstaltung teilnehmen und Prüfungsleistungen abgeben möchten, können Sie das tun. Wir haben bereits auf alle Namen diese Teilnehmerordner eingerichtet und die Aufgabe, die Sie dort hochladen, ist als Dokument auch auf OLAT zu finden, dort im Detail beschrieben, vielleicht in aller Kürze, was wir uns vorstellen. Schön wäre es, wenn Sie auch ein paar Vorschläge oder Wünsche auch für künftige Veranstaltungen geben können. Wenn Sie da besondere Interessen haben, würden wir uns da natürlich freuen. Dann aber wichtig auch einfach eine Recherche zu Publikationen und Beiträgen zu dem diesjährigen Semester. Und dann aber auch, und das ist fast der Hauptteil der Arbeit, wirklich Lösungsansätze zum Klimaschutz aus Ihrem eigenen Fachgebiet. Ja, also da entsprechende Literatur aus Ihrem Fachgebiet, aber das Wichtigste eigentlich eine Forschungsfrage aufzustellen aus Ihrem eigenen Fachgebiet und da eben auch Methoden beschreiben, mit denen Sie aus Ihrer Sicht diese Forschungsfrage lösen würden. Sie brauchen die Forschungsfrage natürlich nicht jetzt in diesem Semester lösen, sondern nur die Forschungsfrage aufstellen und die Methoden beschreiben, mit der diese lösbar wäre aus Ihrer Sicht. Wenn Sie da noch Fragen haben, können wir da natürlich noch gerne drauf eingehen, aber lesen Sie zunächst mal die Aufgabenbeschreibung im OLAT, dann wird, glaube ich, schon einiges klarer. Ja, es gab, wie gesagt, schon zwei Semester, also Wintersemester 2019 und Sommersemester 2020. Und da sind schon einige Vorträge zusammengekommen, die alle aufgezeichnet wurden. Und wenn Sie da Interesse haben, können Sie die natürlich gerne noch anschauen. Die sind auf dem YouTube-Channel Ringvorlesung Klimaschutz. Den Link haben Sie hier auf der Folie beziehungsweise auch auf OLAT und können diese nachhören oder nachsehen. Wir haben auch alle Unterlagen dazu im OLAT, wenn Sie also die Folien sich nochmal rückwirkend ansehen möchten oder was genauer nachlesen, sind die in den einzelnen Ordnern auch enthalten, sodass Sie das nachlesen können. Dieses Wintersemester haben die Lecture Series Sustainable Development Goals begonnen und das passt natürlich zu unserer Vorlesung sehr gut, insbesondere die beiden SDGs 7 und 13 haben natürlich mit unserer Vorlesung hier sehr viel zu tun. Und da ist bereits eine Veranstaltung, nämlich genau die 13, bereits gelaufen und wurde auch aufgezeichnet, sodass Sie die bereits als Video ansehen können. Herbert Vormeier hat vorgetragen zum SDG 13 Climate Action. Und das sei Ihnen natürlich sehr empfohlen, auch als Einführung für diese Veranstaltung, um das Hintergrundwissen in kompakter Form sich anzueignen. Auch der Vortrag von Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut ist da sehr gut geeignet, weil er in Kürze eigentlich das Basiswissen vorstellt und auch ganz aktuelle Erkenntnisse. Also wenn Sie sich das Video auch ansehen möchten, auf YouTube verfügbar. Den Link finden Sie alle auf OLAT in einem Dokument, wird der Ingomar gleich nachher noch drauf eingehen, wo eben auch Literatur und so weiter zusammengestellt ist. Ja, so viel von meiner Seite und jetzt darf ich Ingomar Glatz bitten, die Einführung zu unserem heutigen Vortrag zu geben. Dankeschön. Also schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der ersten Einheit Ringvorlesung Klimaschutz im Wintersemester 2021. Bevor ich jetzt ein paar einleitende Worte nur zu Professor Helga Kromm-Kolb sagen darf, möchte ich nochmal auf die Literaturliste oder auch Videoliste hinweisen. Diese Liste muss natürlich nicht gänzlich abgearbeitet werden. Es sollte eigentlich eine weiterführende Information für Interessierte sein und ein erster Einstieg. Also man findet auch in diesen
in dieser Literatur dann wieder weiterführende Literatur. Also einfach durchstöbern und was einem zusagt, auch gern oder was einen interessiert, auch gern näher betrachten. Zum ersten Vortrag heute freut mich besonders, dass wir Helga Gorm-Kolb gewinnen haben können. Ich kenne ihren Terminkalender ein wenig und ich weiß, der ist brechend voll. Daher schon mal ein Dankeschön. Und sie ist wohl die bekannteste Klimawissenschaftlerin in Österreich. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht viel zu ihr sagen müssen. Aber ich würde gerne ein paar einleitende Worte sagen. Sie hat in Meteorologie an der Universität Wien studiert und auch dort habilitiert. In dem Spezialbereich Umweltmeteorologie. Nach Zwischenstopps bei der ZAMG sowie an San Jose State University in Kalifornien und wieder in der Universität Wien wurde sie 1995 zur ordentlichen Professorin an der BOKU. Helga Gorm-Kolb gründete unter anderem die Allianz der nachhaltigen Universitäten sowie das Climate Change Center Austria. Und 2017, wohl ihr derzeit letztes Projekt, großes Projekt, initiierte sie das Projekt Uninetz. Darin geht es, dass man ein Optionenpapier erstellt, welches der Bundesregierung dann ermöglichen kann, also welches Wege aufzeigt, um dann das Pariser Klimaabkommen oder das Nachhaltigkeitsabkommen auch einzuhalten. Also durch ihr Wirken und ihr Engagement zu dem Thema Klimawandel erhielt Frau Gorm-Kolb zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 1991 den Konrad-Lorenz-Preis, 2005 die Auszeichnung zur Wissenschaftlerin des Jahres, 2006 das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien sowie 2013 das große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Sie hat natürlich auch Bücher geschrieben, zahlreiche, das letzte habe ich jetzt mitgenommen. Plus 2 Grad, das finden Sie auch auf der Literaturliste von uns, ist ein sehr empfehlenswertes Buch, warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten, geschrieben eben von der Helga Gorm-Kolb und dem Herbert Vormeier, den Sie zuerst schon gesehen haben, wo Sie den Vortrag dazu bei SDG13 anschauen können. Sie finden das Buch auf der Literaturliste gut. Ich würde sagen, dann begrüße ich Helga Gorm-Kolb und übergebe das Wort, denn mit Ihrer Vita könnte man wahrscheinlich den ganzen Nachmittag füllen. Danke. Ja, vielen Dank, Ingmar. Ich versuche jetzt gerade hier eben. So, jetzt ist es, glaube ich, soweit. Kann man mich hören? Und sieht man den Bildschirm? Funktioniert gut, danke. Und den Bildschirm sieht man auch? Ah, sieht man perfekt, danke. Gut, sehr gut. Ja, dann auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Ich danke für die Einladung und ich danke für die Vorstellung, die natürlich übertrieben ist. Ich habe zwar mitgewirkt an allen möglichen Gründungen, aber keineswegs allein. Und da sind durchaus auch sehr viele von der Universität Innsbruck, insbesondere Hans Stötter wirklich zu nennen, der sowohl beim Climate Change Center Austria, beim CCCA, als auch bei der Allianz und insbesondere natürlich bei Uninetz eine ganz wichtige Rolle spielt, wo auch der Ingo ja ganz stark involviert ist. Das heißt, das sind alles keine Einzelleistungen, sondern das sind Gemeinschaftsleistungen. Ja, ich darf über Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe sprechen und insbesondere darüber, was wir wissen und wie das mit der Wissenschaft so ausschaut. Und darüber gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Ich möchte anfangen, damit das ja eigentlich sehr oft in Frage gestellt wird, ob wir jetzt überhaupt über das Klima reden sollten. Ob nicht die Corona-Krise das eigentlich viel wichtigere Thema ist. Und wenn man sich das so vielleicht versucht, im Vergleich in Dimensionen vorzustellen, dann ist die Corona-Krise, die eigentliche Gesundheitskrise, vergleichbar klein mit dem, was die Wirtschaftskrise bewirken wird, die hinten nachkommt. Und da meine ich das jetzt nicht nur in Euro, sondern das meine ich durchaus auch im menschlichen Wohlbefinden, in der menschlichen Gesundheit. Und noch viel größer ist das, was sich hinten nach schon aufbaut, nämlich die Klimakrise. Und ich könnte da dazu schreiben noch Biodiversitätskrise, weil das ist die zweite ganz große ökologische Krise, die sich aufbaut. Und diese ökologischen Krisen sind natürlich nicht rein ökologische Krisen, sondern die haben massive Auswirkungen auf die Menschen, auf ihr Glück, ihr Wohlbefinden, ihre Gesundheit und natürlich auch ihre ganze Lebensplanung. Das heißt, es macht nicht sehr viel Sinn, sich jetzt allzu sehr auf diese Gesundheitskrise hier zu konzentrieren,
Natürlich, das müssen wir, und das, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe einer Klimawissenschaftlerin. Und ich glaube auch, die Gesellschaft tut gut daran, wenn sie nicht ausschließlich sich diesen uns ständig überschwemmenden Zahlen widmet, von Neuinfizierten, sondern dass wir das Wesentliche oder die größere Entwicklung nicht aus den Augen verlieren. Insbesondere deshalb, weil Corona ja weder ein Zufall noch ein Einzelfall ist. Also das, was wir derzeit beobachten, ist eine Krankheit, eine Zoonose, die von Tieren auf Menschen übergesprungen ist. Und so wie wir mit unserer Natur umgehen, wird es zunehmend wahrscheinlicher, dass weitere solche Krankheiten überspringen. Und es gibt so, ich habe irgendwo gelesen, an die 6000 weitere Viren, die darauf warten, von Tieren auf Menschen überzuspringen, wenn wir den Tieren nicht genug Raum lassen. Das heißt, es wird nicht bei dieser einen, beim einen Fall bleiben. Es ist ja auch nicht der erste. Das heißt, auch das spricht sehr stark dafür, dass wir uns sehr wohl auch um andere Aspekte kümmern, als um die gegenwärtige Krankheit. Und da werden natürlich auch die Impfungen, auf die man ja so lange so stark gesetzt hat, nichts nützen, weil es eben dann neue Viren sind, die daherkommen. Und es sollte uns schon zu denken geben, dass die Krankheit des Menschen, die Krankheit des Planeten zusammenhängen. Und da gehört auch die kranke Gesellschaft dazu. Auf einem kranken Planeten müssen Menschen krank werden und dann ist auch die Gesellschaft krank. Und wir haben unseren Planeten massiv unter Druck gesetzt. Er ist krank. Ich glaube, das kann man an vielen, vielen Sachen ablesen. Es geht also jetzt darum, dass es eine Gesundung gibt. Und die Gesundung kann nur funktionieren, wenn sowohl der Planet als auch der Mensch als auch die Gesellschaft gesund ist. Und jetzt gibt es viele Leute, die sagen, aber Corona ist doch sozusagen ein Beitrag zum Klimaschutz, weil wir jetzt so viel weniger Auto fahren, weil wir fast nicht mehr fliegen und so weiter. Leider funktioniert Klimaschutz nicht so. Klimaschutz ist nicht ein plötzlicher, zeitlich begrenzter Lockdown, sondern erfordert strukturelle Veränderungen, die anhaltend sind. Wenn man sich anschaut, was Corona tatsächlich verursacht hat, soweit man es halt bisher abschätzen kann, so sind die Treibhausgasemissionen in diesem Jahr um ungefähr 7% zurückgegangen. In Österreich redet man von vielleicht 10%. Und das heißt de facto, dass der Kühleffekt, ja, so ungefähr dem entspricht, dass wir einen vielleicht, wenn es hoch hergeht, 3 Monate zeitliche Verzögerung in der Entwicklung des Klimawandels haben. Das heißt de facto keine Schnaufpause. Nichts, was uns wirklich in der Klimaproblematik weiterhilft. Worum geht es bei der Klimaproblematik? Ich nehme an, die meisten von Ihnen wissen es ohnehin. Ich mache das daher sehr schnell und kurz, diesen Grundzusammenhang, weil ich aber festgestellt habe, dass sehr viele zwar einzelne Schlagworte kennen, aber irgendwie der Zusammenhang nicht im Kopf da ist. Noch kurz diesen Zusammenhang. Treibhausgase werden in die Atmosphäre eingebracht. Und das ist dieses gelbliche Bild, das man hier sieht, bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, aber durchaus auch bei Verbrennung von Biomasse. Und diese Treibhausgase sammeln sich in der Atmosphäre an. Sie werden dort akkumuliert, weil sie eine relativ lange Lebenszeit haben. Und das führt dazu, dass das Strahlungsgleichgewicht zwischen der Strahlung, die von der Sonne hereinkommt, und der Strahlung, die von der Erde hinausgeht, dass dieses Gleichgewicht gestört wird. Und das führt zu einer Erwärmung auf der Erde. Das ist die globale Erwärmung, von der die Rede ist. Und diese Erwärmung, die Veränderungen in den Temperaturverhältnissen, führt zu einer Fülle anderer Änderungen von den Größen, die in der Atmosphäre eine Rolle spielen. Das heißt, da verändert sich die Feuchte, da verändert sich der Niederschlag, wann es wo, wie viel regnet oder ob es schneit. Es verändern sich die Druckverhältnisse und damit die Windverhältnisse. Also kurz alles, was man so unter Wetter oder Klima zusammenfassen kann, ändert sich. Und das heißt, insgesamt reden wir vom Klimawandel. Also die globale Erwärmung ist ein Teil und eine wesentliche Ursache für den Klimawandel. Und die Ursache für die Erwärmung ist über den Strahlungshaushalt dann, jetzt sind die Treibhausgasemissionen und die Kumulation dieser Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre. Und der Klimawandel hat Auswirkungen. Der hat Auswirkungen auf die Natur und er hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf alles das, was den Menschen betrifft.
Und er hat natürlich auch Auswirkungen auf den Menschen selber. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass wir in Österreich im Schnitt mehr Hitzetote pro Jahr haben als Verkehrstote. Obwohl kaum jemand über die Hitzetoten spricht und die einzelnen Verkehrsunfälle sogar in den Nachrichten mitgeteilt werden. Das Wesentliche ist aber, was die Wissenschaft lange ignoriert hat, und das hängt damit zusammen, dass wir in den Wissenschaften halt sehr disziplinär organisiert sind, ist, dass der Mensch die eigentliche Triebkraft für den ganzen Klimawandel ist. Das, was die Wissenschaft zunächst getan hat, befindet sich alles in dem roten Rechteck. Das heißt, alles, was sich in der Atmosphäre tut, die Auswirkungen auf die Natur. Und so, das war das, womit sich die Wissenschaft beschäftigt hat. Und natürlich auch mit der Frage, wo kommen die Treibhausgase her? Da kommt die ganze Technik mit hinein. Sehr, sehr lange hat es gedauert, bis auch die Sozialwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und so, bis die sich auch eingeschaltet haben. Ursprünglich nur als Opfer, also wie wirkt der Klimawandel auf den Menschen? Und es hat ziemlich lang gedauert, bis der Mensch als Ursache für den Klimawandel wirklich in die wissenschaftliche Diskussion Aufnahme gefunden hat. Und das ist aber ganz entscheidend, weil solange ich den Menschen außen vor lasse, ist die einzige Möglichkeit, Klimaschutz zu betreiben, also den Klimawandel einzubremsen, ist technologischer Natur. Das spiegelt sich auch jetzt noch wieder. Wir haben einfach sehr, sehr viele Menschen, die glauben, das Einzige, was wir brauchen, sind technologische Veränderungen. Wir werden es dann noch sehen. Es geht aber sehr wohl, sehr stark auch um Veränderungen in unserem Lebensstil. Und dazu brauchen wir den Menschen, dazu muss der Mensch reagieren. Ja, wenn wir das jetzt noch ein bisschen näher anschauen, aber wirklich nur im Eilzugstempo, hier sieht man den globalen Primärenergiebedarf, also wie viel Energie wurde verbraucht über die Jahre. Das fängt hier 1850 an und geht bis 2050. Und man sieht so ungefähr ab 1950, also am Ende des Zweiten Weltkrieges, steigen diese Emissionen dramatisch an. Und sie sind bis jetzt, Energieverbrauch. Und sie sind bis jetzt primär, gehen sie auf Kohle, Öl und Gas zurück. Also das sind unsere Hauptenergieträger. Und das ist natürlich das, was dann letzten Endes auch eben das Problem, das Klimaproblem verursacht. Wenn wir uns anschauen, was passiert mit diesen Treibhausgasen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre kommen, das ist der obere Teil der Abbildung, also ungefähr 90% durch Verbrennung, ungefähr 10% durch Landnutzungsänderungen oder Landnutzung. Und von diesen 100%, mit denen muss ja etwas passieren. Und der grüne Teil, der nach unten aufgetragen ist, ist der Teil, der von den Pflanzen und vom Boden aufgenommen wird, also von der Biosphäre aufgenommen wird. Und der dunkelblaue Teil ist der Teil, der von den Ozeanen aufgenommen wird. Und dann bleibt ungefähr die Hälfte der Treibhausgase und die bleiben in der Atmosphäre. Und das ist das, was zur Akkumulation in der Atmosphäre führt. Wir können uns das kurz anschauen, wenn man sozusagen ein Gedankenexperiment macht und einen plötzlichen Puff, so eine plötzliche Wolke von CO2 freisetzt. Die kann jetzt eine größere oder eine kleinere sein von der Menge her. Größere wäre das rote, die rote Darstellung, die blaue, die kleinere, dann sieht man, dass die ziemlich langsam sich abbaut, am Anfang schneller und dann sehr langsam, sodass letzten Endes in 1000 Jahren von einem kleinen Puff immer noch 15% in der Atmosphäre vorhanden sind, von einem großen Puff sogar 40%. Das heißt, was wir heute tun, hat Auswirkungen für eine sehr, sehr lange Zeit. Ja, und das sieht man dann natürlich auch in den Konzentrationen. Was man hier sieht, sind die Konzentrationsveränderungen über die letzten 600.000 Jahre, also ein völlig anderer Zeitmaßstab. Und die rote Linie gibt das Kohlendioxid wieder. Und man sieht, das hat so eine sägezahnartige Kurve von auf und ab, hat sich aber immer in dieser gesamten Periode zwischen 180 und 280 Parts per Million bewegt. Und jetzt sind wir bei über 400. Jetzt sind wir bei 411 und heuer dann wahrscheinlich auf 413, 14 ppm. Das heißt, die Konzentrationen steigen weiter kontinuierlich. Und der Anstieg dieser Konzentrationen führt eben dann zu den Temperaturänderungen. Und die möchte ich mit einer kleinen Animation veranschaulichen. Man sieht auf dieser Animation unten die Jahreszahlen und die Färbung gibt an, ob es in dem spezifischen Jahr
kälter oder wärmer war in der spezifischen Gegend. Also wenn es kälter ist, ist es blau und wenn es wärmer ist, ist es orange. Und jetzt starten wir das Ganze. Man sieht unten die Jahreszahlen laufen. Man sieht die Schwankungen. Es ist ein extrem unruhiges Bild. Es gibt Regionen, die sind zeitlang wärmer, dann werden sie wieder kälter als die Umgebung. Also ein sehr unruhiges Bild. Und ja, ab ungefähr den 1970er Jahren gibt es aber eine systematische Änderung. Da wird es systematischer wärmer, bei allen Schwankungen ein vollkommen klares Bild der Erwärmung. Und das kann man natürlich auch in einer wissenschaftlicheren Form darstellen. Das wäre die globale Mitteltemperatur. Die blaue Linie gibt sozusagen die Schwankungen von Jahr zu Jahr wieder. Das ist das, was das Bild vorhin so unruhig gemacht hat. Und ab 1970 so etwa der starke Anstieg, der fast linear ist. Die grüne Kurve ist sozusagen, wäre ein linearer Anstieg. Insgesamt ungefähr 1,1 Grad wärmer als in der Periode 1880 bis 1920. Und ich hoffe, Sie können das auch ausnehmen. Die letzten Jahre sind besonders warm. Davon gehen die ersten auf einen El Niño zurück, also ein spezielles Ereignis im Pazifik, das periodisch immer wieder kommt. Aber gerade das letzte Jahr, 2019, ist auch ungewöhnlich warm. Und das kann eigentlich nicht mehr mit El Niño in Zusammenhang gebracht werden. Und das ist gerade Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion. Ist das jetzt eine wirkliche Veränderung, sodass es wirklich noch einmal deutlich der Anstieg der Temperatur noch stärker wird? Oder ist das eine vorübergehende Erscheinung und es pendelt sich wieder auf diesem linearen Anstieg an, sofern wir nicht überhaupt mit Treibhausgasemissionsreduktionen überhaupt wegkommen von diesem Anstieg? Ja, das sind globale Werte. Wenn wir uns das anschauen für einzelne Regionen, schaut das ganz anders aus. Das wäre zum Beispiel die Arktis. Und man sieht, im selben Zeitraum ist die Temperatur in der Arktis nicht um 1,1, sondern um ungefähr 4 Grad gestiegen. Das heißt, dort geht es wesentlich schneller. Und wenn man sich Österreich anschauen würde, dann läge es in Österreich bei ungefähr 2,3 Grad im selben Zeitraum. Das heißt, lokal oder regional ist die Temperaturzunahme noch stärker, insbesondere dort, wenn es sich um polare Regionen handelt oder wenn es sich um Binnenländer, also kontinentale Gebiete handelt und noch einmal verstärkt durch Gebirge. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, wie es weitergeht. Das ist das, was also eigentlich Spannende für die reale Welt ist natürlich. Und was man hier sieht, sind zwei mögliche Szenarien, wie es weitergehen kann. Das untere blaue Szenario, das also so ab ungefähr der Gegenwart sich dann auf einen konstanten Wert von ungefähr plus 2 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau pendelt. Das wäre sozusagen ein Szenario, das dem entspricht, was das Pariser Abkommen eigentlich fordert. Nämlich, dass wir 2 Grad nicht überschreiten. Es fordert sogar mehr. Es fordert, dass wir deutlich unter 2 Grad bleiben. Und das obere Szenario, ein plus 5 Grad Szenario, das ist ein Szenario, das dann eintritt, wenn wir so weiter tun wie bisher, wenn wir auch unsere Zusagen nicht einhalten. Also wenn wir einfach, ja, ein bisschen Klimaschutz schon, aber nicht wirklich ernsthaft. Wenn man die Zusagen berücksichtigt, die die einzelnen Staaten schon gemacht haben auf internationaler Ebene, dann kommt man zu einem Anstieg von ungefähr 3,2, 3,6 Grad. Aber jedenfalls immer noch deutlich über 2 Grad. Was diese Veränderungen von 3 Grad, 5 Grad mit sich bringen, ist eine dramatische Situation. Man sieht hier einfach nur ein paar Punkte dargestellt. Wir werden in Probleme laufen mit der Ernährung der Weltbevölkerung. Die Weltbevölkerung steigt ja nach wie vor, aber die Produktivität der Landwirtschaft geht mit zunehmender Hitze, Trockenheit, Extremereignissen, Wandern von Schädlingen einfach zurück. Wasserverfügbarkeit wird ein Problem. Manche Gebiete zu wenig, andere zu viel. Manche beides, wie zum Beispiel die Monsunregionen in Afrika, oder Monsun verzögert kommt, die landwirtschaftlich angebauten Pflanzen zunächst verdorren. Die es überleben, werden dann von einem extrem heftigen, aber spät einsetzenden Monsun möglicherweise weggeschwemmt. Im Übrigen,
die Bauern dort können das vielleicht ein, zwei Jahre durchhalten, vielleicht ein drittes Jahr, aber irgendwann geht es nicht mehr und dann muss irgendein Familienmitglied irgendwo hin, um Geld zu verdienen. Und wenn es dann den Versuch gibt, nach Europa zu kommen, dann nennen wir diese Menschen Wirtschaftsflüchtlinge, was insofern stimmt, als sie ja Geld verdienen müssen. Aber die Ursache für ihre Flucht oder für ihre Migration, genauer genommen, ist der Klimawandel oder zumindest ist ein wesentlicher Faktor dabei, der Klimawandel. Ja, es geht um die Anpassung von Ökosystemen, um den Meeresspiegelanstieg, wir kommen darauf noch kurz zurück und letztlich auch um sogenannte Kipppunkte und auch darauf komme ich noch zurück. Aber ich glaube, es ist vollkommen klar, dass diese Veränderungen, die hier angeführt sind, dass die Konsequenzen haben werden. Die sind natürlich auch nicht überall gleich, in gleichem Maße ausgeprägt. Das heißt, es wird regional gebietsweise Wirtschaftskrisen geben, soziale und politische Krisen und letzten Endes aus dem einen oder anderen Grund überall zu diesen Krisen kommen. Und natürlich, wie ich schon erwähnt habe, zu Klimaflüchtlingen. Auch wenn es das Wort formal nicht gibt, weil Klima nicht als Fluchtgrund in der Flüchtlingskonvention, der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt ist, de facto sind es Menschen, die deswegen ihre Heimat verlassen müssen. Ein wesentlicher Punkt, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen, ist nicht nur, dass die Landwirtschaft in Schwierigkeiten gerät, sondern auch, dass der Meeresspiegel ansteigt. Und Sie sehen hier Ägypten bei Nacht, also vom Satelliten aus betrachtet, was einen sehr guten Eindruck davon gibt, wie dicht besiedelt das Gebiet ist, das Nil-Delta-Gebiet. Und die schwarze Linie ist ungefähr das, was an Meeresspiegelanstieg zu erwarten ist bis 2100. Das heißt, alle Menschen, die nördlich von dieser Linie wohnen, werden im Laufe dieses Jahrhunderts sich eine neue Heimat suchen müssen. Und das sind einige Millionen, die hier weg müssen. Und es geht natürlich nicht nur ums Nildelta, sondern es geht auch ums Ganges-Brahmaputra-Delta, ums Mekong-Delta, ums Mississippi-Delta. Also alle diese flachen Küstengebiete sind besonders betroffen. Und unglückseligerweise sind das natürlich die besonders dicht besiedelten Gebiete, weil dort das Land so fruchtbar ist. Das heißt, wir laufen wirklich in dramatische Probleme hinein mit diesem Klimawandel. Und was die Klimawissenschaftler so besonders besorgt macht, und besonders kribbelig macht, dass es so lange dauert, bis die Welt sich in Gang setzt, ist, dass es etwas gibt, was man Kipppunkte nennt oder was selbstverstärkende Prozesse sind. Zwei davon sind hier dargestellt, aber es gibt eine ganze Reihe im Klimasystem. Und wenn wir uns den linken davon anschauen, dann ist es die sogenannte Eis-Albedo-Rückkoppelung. Was das besagt, ist, dass es wärmer wird, durch welche immer Ursachen, in dem Fall durch unsere Treibhausgasemissionen. Das führt dazu, dass Eis schmilzt und die Fläche, die zum Vorschein kommt, dunkler ist, als das Eis war. Und diese dunklere Fläche absorbiert mehr Sonnenstrahlung. Und weil sie mehr Sonnenstrahlung absorbiert, wird es noch wärmer. Das heißt, es schmilzt noch mehr Eis, es wird noch dunkler und so weiter. Das heißt, das ist ein Prozess, der wenn er einmal gestartet ist, von selber weitergeht. Und wenn er eine gewisse Dynamik erreicht hat, dann ist er auch durch Menschenwerke, Menschenaktionen nicht mehr zu stoppen. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen, dass wir in Richtung auf solche Kipppunkte, jenseits derer wir das nicht mehr stoppen können, hineinlaufen. Und solche Kipppunkte gibt es im Klimasystem selber, aber auch in den Auswirkungen des Klimasystems. Das sind Punkte, die wissenschaftlich gesehen nicht streng definiert ist. Also es ist nicht so, dass wir sagen können, bei was immer 1,5 Grad ist alles in Ordnung und bei 1,6 Grad ist die Katastrophe. Wir können das nicht so genau definieren. Wir lernen auch dazu. Was die Wissenschaft im Jahr 2000 etwa gesagt hat, war, dass diese Kipppunkte bei über 5 Grad Erwärmung vermutlich auftreten werden. Also mehr als 5 Grad Temperaturanstieg. Und ja, keine 20 Jahre später haben wir erkannt, dass das schon viel früher sein wird. Dass das vermutlich schon irgendwo zwischen 1 und 2 Grad liegen wird. Und das ist auch der Grund, warum selbst nach dem Pariser Abkommen, das 2015 geschlossen wurde und das noch auf die 2 Grad ausgerichtet ist, dass es danach einen Bericht gegeben hat, der gesagt hat, Achtung,
2 Grad könnte schon zu viel sein. Woraus lernen wir das? Woraus schließen wir das? Ist das eine reine Willkür, wie viel Grad hier angegeben werden? Es ist keine, wie man so sagt, Rocket Science, aber wir haben eine ganze Reihe von Beobachtungen, die zeigen, dass die Natur schon bei geringeren Temperaturanstiegen reagiert, als man ursprünglich gedacht hatte. Also wenn man sich das anschaut, die Westantarktis zum Beispiel, wird von vielen Wissenschaftlern jetzt schon, also das Eisschild dort, als unrettbar bezeichnet, dass es schon so weit in seiner Desintegration sei, dass es einfach nicht mehr zu erhalten ist, wenn es nicht jetzt ganz plötzlich eine ganz starke Abkühlung gäbe, die aber nicht in Aussicht ist. Diese Westantarktis, das Schmelzen, Zerbrechen der Westantarktis in Eisschilds, würde zu einem Meeresspiegelanstieg von 3 Metern führen. Beim Grönlandeis geht man davon aus, dass das bei ungefähr 1,5 Grad sozusagen zerfällt. Es schmilzt jetzt schon mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, aber dass es dann wirklich instabil wird. Und das könnte zu einem Meeresspiegelanstieg von 7 Metern führen. Was wir noch beeinflussen können, ist, wie schnell das geht. Also wie schnell zerfallen diese Eisschilde. Und da sehen Sie zum Beispiel solche Berechnungen mit sehr großer Vorsicht zu genießen, weil wir die Dynamik des Eises noch nicht wirklich hundertprozentig verstehen. Aber es scheint so zu sein, dass das bei 1,5 Grad ungefähr noch 10.000 Jahre dauert, bis das Grönlandeis wirklich zerbröselt, bei +2 Grad aber schon weniger wie 1.000 Jahre. Daran sieht man auch sehr deutlich, dass das alles nicht lineare Prozesse sind. Das heißt, die Veränderungen am Anfang sind sehr langsam, aber je weiter man voranschreitet, desto schneller geht's. Beziehungsweise, wenn wir rascher erwärmen, dann geht es nicht nur ein bisschen schneller, sondern geht alles viel schneller. Wenn wir uns vielleicht noch den einen oder anderen biologischen Kipppunkt anschaut, das wären zum Beispiel die Korallenriffe oder das wäre der Regenwald, auch die borealen Wälder sind durchaus nicht gesichert in einem wärmer werdenden Klima. Und was man hier sieht, ist, dass diese Veränderungen zugleich auch zusätzliche Treibhausgasemissionen verursachen. Das heißt, geschätzt wird, dass das Kippen dieser Biosysteme, der Regenwald ungefähr 90 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid einbringen könnten, boreale Wälder ungefähr 110 Gigatonnen. Wenn der Permafrost auftaut, reden wir von ungefähr 100 Gigatonnen CO2. Und nur damit Sie eine Vorstellung bekommen, was heißen diese Zahlen, das, was wir insgesamt noch in die Atmosphäre einbringen dürfen, wenn wir diese Kipppunkte nicht überschreiten wollen, also wenn wir bei 1,5 Grad sozusagen stehen bleiben wollen, dann ist dieses Gesamtbudget, was noch verfügbar ist, liegt ungefähr bei 580 Gigatonnen CO2. Also Sie sehen, im Vergleich zu dem, was durch die Biosysteme noch eingebracht werden kann, ist sehr, sehr wenig. Und eigentlich als vorsichtiger Manager müsste man diese potenziell frei werdenden Mengen abziehen von dem, was wir noch in die Atmosphäre einbringen dürfen. Und wenn wir das addieren, ja, dann bleiben also ungefähr noch 200 Gigatonnen für uns übrig. Unsere jährlichen Emissionen liegen bei ungefähr 40 Gigatonnen. Das heißt, wir haben je nachdem, welche Annahmen wir treffen, eben in der Größenordnung von 10 Jahren bis etwas mehr Zeit. Und danach haben wir unser Budget aufgebraucht. Was jetzt noch nicht dabei ist, sind kaskadische Effekte. Und da hat es eine Untersuchung gegeben, die hat gezeigt, dass ungefähr knapp unter der Hälfte aller dieser Kipppunkte, die ich erwähnt habe, zugleich andere Kipppunkte auslösen können. Das heißt, es ist nicht so, dass der eine oder andere Kipppunkt halt passieren wird, sondern dass, wenn einer passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass er Auswirkungen auf die anderen Prozesse hat, sehr groß ist. Selbst ohne diese Überschreitung dieser Kipppunkte, selbst ohne diese kaskadischen Aspekte, ist die Veränderung schon dramatisch genug. Die Wissenschaft ist allerdings von ihrer ganzen Tendenz her so ausgerichtet, dass sie diese Entwicklungen eher unter- als überschätzt.
Was man hier sieht, ist der Anstieg des Meeresspiegels, wie er 1990 sozusagen errechnet wurde, was man erwartet hat. Das ist diese graue Fläche. Irgendwo innerhalb dieses Bereiches hat es damals im Sachstandsbericht 1990 geheißen, wird der Meeresanspiegel liegen. Und Sie sehen, der liegt hier zwischen, naja, einem Meter und sechs Metern. Entschuldigung, nicht Metern, sondern Zentimetern natürlich. Ganz so dramatisch ist es Gott sei Dank auch wieder nicht. Und die blaue Kurve gibt an, was wir tatsächlich aus den Satellitenbeobachtungen wissen. Und was Sie sehen, ist, dass diese Beobachtungen am obersten Rand dessen ist, was die Wissenschaft 1990 für möglich gehalten hat. Das heißt, die Wissenschaft neigt dazu, nicht zu übertreiben und damit Panik zu machen und damit zusätzliche Forschungsgelder zu lukrieren, wie uns manchmal unterstellt wird, sondern sie neigt eher dazu, die Veränderungen zu unterschätzen. Und das kann man auch durchaus systematisch zeigen. Wenn man sich diese linke Kurve anschaut, das ist sozusagen die Klimasensitivität. Das heißt, bei einer bestimmten Veränderung, welche Temperaturänderung geht eine Konzentrationsveränderung, welche Temperaturänderung geht damit einher? Und man sieht, das ist sozusagen eine nicht symmetrische Kurve. Und womit sich die Wissenschaft primär beschäftigt und was sie auch in den IPCC-Berichten beschreibt, ist der Bereich, der hier dunkelblau eingezeichnet ist. Das heißt, der wahrscheinlichste Bereich plus minus einer gewissen Streuung. Aber es gibt eben durchaus auch die unwahrscheinlicheren Bereiche, die hier hellblau eingezeichnet sind oder als ein Beispiel ein hellblauer Bereich. Und wenn man sich jetzt anschaut, was diese Temperaturänderungen für Auswirkungen hat auf die Natur, letztlich auch auf die Wirtschaft, dann sieht man, das ist eben genau dieser nichtlineare Prozess, den ich angesprochen habe. Und wenn man da dieselben Temperaturspannen sich anschaut, dann sieht man, dass der Bereich, den die Wissenschaft betrachtet, der ist, wo die Änderungen noch sehr, sehr klein sind im Vergleich zum unwahrscheinlichen Bereich, wo die Veränderungen dann einfach unendlich viel größer sind. Und wenn man die zwei miteinander multipliziert, wie man das typischerweise bei der Risikobetrachtung tut, dann kommt die Kurve rechts heraus. Und der dunkelblaue Bereich ist wieder das Risiko, mit dem sich die Wissenschaft primär an die Öffentlichkeit wendet. Aber das größte Risiko, das eigentlich jeder Risikomanager sich auch anschauen muss, ist das hellblaue. Und über das wird kaum geredet. Und ich möchte ein bisschen über das reden. Nicht um Angst zu machen. Angst ist in gewisser Weise sowieso angebracht. Zumindest ist sehr, sehr große Besorgnis angebracht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Wissenschaftler auch die Unsicherheit wissen oder auch wissen, was wir typischerweise nicht kommunizieren. Und was das bedeutet, möchte ich an einem Beispiel zeigen, das Jim Hansen, einer der führenden Klimatologen in Amerika, gebracht hat, gemeinsam mit sehr vielen anderen Autoren publiziert. Schon im Jahr 2015. Und er hat gesagt, und jetzt, wenn man uns nur das Unterste anschaut, die Grönland-Daten, die Eisschmelzdaten von Grönland, die lassen sich interpretieren als eine Verdoppelung des Schmelzvolumens alle 10 oder alle 20 Jahre. Die Reihe ist zu kurz, um das wirklich eindeutig sagen zu können. Und jeder, der sich mit exponentiellem Wachstum auskennt, weiß, dass wenn etwas sich in einem bestimmten Zeitraum immer wieder verdoppelt, ist das exponentielles Wachstum. Und wenn man jetzt das Ungünstigere annimmt, das heißt, dass sich das alle 10 Jahre verdoppelt, dann kommt man dazu, dass bis zum Jahr 2070 der Meeresspiegel um 1 Meter steigt. Wenn Sie sich erinnern, das, was ich Ihnen von Ägypten gezeigt habe, das waren 90 Zentimeter und da habe ich vom Ende des Jahrhunderts geredet. Also wenn man diese ungünstige Annahme trifft, dann ist dieser Zustand schon 1970 erreicht. Und das ist das Nichtlineare dran, sondern 2070. Und das Erstreckende dran ist, dass dann wegen der Nichtlinearität schon 2080, also 10 Jahre später, der Meeresspiegel um 2,4 Meter gestiegen ist. Das heißt, es geht dann unheimlich rasch. Und wir haben eigentlich keine Vorsorge getroffen und nicht einmal wirklich angefangen, darüber nachzudenken, wie man damit umgeht, wenn so viele Menschen
ausgesiedelt werden müssen. Das ist natürlich nicht etwas, wo innerhalb von einer Nacht der Meeresspiegel steigt. Das ist schon ein allmählicher Prozess, aber dieser allmähliche Prozess spielt sich innerhalb von jeweils ein, zwei Jahrzehnten ab. Das heißt, das geht schon sehr, sehr schnell. Ja, und das ganz Krasse, und auch das wieder, das ist jetzt nicht eine Prognose, das ist sozusagen eine Überlegung dessen, was kann passieren im schlimmsten Fall. Und das zeige ich Ihnen an der Abbildung, die Sie schon kennen. Nur wollen wir uns jetzt die Temperatur unten anschauen, die unterste Kurve. Wir sehen, dass die Temperatur ständig zwischen Eiszeiten und Warmzeiten geschwankt ist über die letzten 600.000 Jahre. Also das untere Ende blau, die Eiszeiten und oben die Warmzeit. Und wir befinden uns jetzt in einer derartigen Warmzeit. Und den Wechsel von einem so einigermaßen stabilen System zu dem anderen einigermaßen stabilen Klimasystem, der ist verursacht worden durch astronomische Faktoren. Das heißt, durch die Bahn der Erde um die Sonne, die nicht wirklich kreisförmig, sondern elliptisch ist, aber gleichzeitig pulsiert in einem Rhythmus von ungefähr 100.000 Jahren. Und es geht um die Neigung der Erdachse. Auch die spielt eine wichtige Rolle dabei. Und wenn wir uns das in einer anderen Form anschauen, dann schaut das ungefähr so aus. Nach links wird es kälter, nach rechts wird es wärmer. Und viel kälter als in den Eiszeiten, die man hier sieht, war es eigentlich, soweit wir das überhaupt zurückverfolgen können, nicht auf der Erde. Aber es war schon deutlich wärmer, als es derzeit ist. Ja, und diese zwei einigermaßen stabilen Zustände, zwischen denen die das Erdklima gewechselt hat, ja, mehrere Male in den letzten 600.000 Jahren, sieht man auch. Und was jetzt passiert, ist, dass wir aus diesem einigermaßen stabilen warmen Zustand das Erdklima in Richtung auf noch wärmer treiben. Und auch da gibt es einen Potenzialhöcker, der überschritten werden muss. Und die Energie dafür kommt aus den Treibhausgasemissionen beziehungsweise aus der absorbierten Strahlung von der Sonne, der zusätzlich absorbierten Strahlung, zwar von der Sonne, aber über die Ausstrahlung der Erde wirksam. Und die entscheidende Frage ist, oder die entscheidenden Fragen sind, wie weit ist das Klima jetzt schon in Richtung auf diesen Höcker verschoben? Sind wir schon jenseits? Sind wir noch auf der sicheren Seite? Und wenn wir jenseits sind, wohin geht das dann? Wo ist der nächste einigermaßen stabile Zustand? Und wenn wir uns die Paläodaten anschauen, dann sind wir nicht sicher, dass es überhaupt noch so einen gibt, der irgendwo in einem Bereich ist, wo menschliches Leben in einer größeren Anzahl überhaupt möglich ist. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wir in das sogenannte Hothouse-Earth-Modus kommen, wo es einfach systematisch im Sinne der selbstverstärkenden Prozesse systematisch immer wärmer wird, ohne dass wir das noch bremsen könnten. Und das heißt, die Frage oder die Entscheidung, vor der wir jetzt eigentlich nicht stehen, vor der wir eigentlich stehen, ist nicht, ob wir es akzeptieren wollen, dass es 2 Grad wärmer wird oder 3 oder 4 Grad wärmer wird, sondern es ist die Frage, ob wir stabilisieren wollen, das Klima, oder ob wir es nicht stabilisieren und ständige Erwärmung in Kauf nehmen. Das heißt, die Entscheidung ist eine ganz grundsätzliche, also es ist wie viel wärmer darf es werden, sondern es ist eine Frage, wollen wir, dass das Klima wieder einigermaßen stabil ist oder akzeptieren wir, dass es das nicht ist. Und diese Entscheidung fällt im Grunde in diesen 10 Jahren, die jetzt laufen, weil wir die 1,5 Grad etwa 2035, vielleicht erst 2045 irgendwo in dem Zeitraum überschreiten werden. Und wenn wir es einmal überschritten haben, wieder zurückzukommen, ist wesentlich schwieriger, als es zu verhindern, dass wir es überschreiten. Und es muss natürlich schon klar sein, dass die Maßnahmen, die wir setzen, damit die Treibhausgasemissionen reduziert werden, die greifen nicht von heute auf morgen. Das ist eben nicht ein Lockdown, der von heute auf morgen verschrieben wird, sondern das müssen strukturelle Änderungen sein. Wir müssen weg von Fossilen hin zu Erneuerbaren und. Das ganze Verkehrssystem muss sich verändern. Das heißt, das sind Sachen, die Zeit brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, damit wir die Treibhausgasemissionen rechtzeitig, falls es noch geht, einbremsen können oder einfrieren können. Wo können wir ansetzen? Wir haben im Grunde genommen 3 Bereiche. Wir können versuchen, uns anzupassen an die Veränderung. Anpassen müssen wir uns auf jeden Fall. Auch plus 1,5 Grad sind nicht ohne. Ich werde es Ihnen dann noch kurz zeigen.
Wir können versuchen, in das System einzugreifen. Das nennen wir dann Geoengineering. Da geht es also darum, dass man Aerosole oder Spiegel ins Weltall bringt, um die Sonnenstrahlung zu reflektieren, oder dass man das CO2 aus der Atmosphäre herausnimmt und irgendwo unter der Erde speichert. Das sind alles so technologisch orientierte Lösungen, die eigentlich nicht den Kern des Problems treffen. Und letzten Endes geht es um Minderung. Das heißt, dass wir aufhören, so viel Treibhausgase in die Atmosphäre zu setzen. Und das ist einerseits ein technologisches Problem, aber andererseits eben durchaus auch ein Lebensstilproblem und daher ein Werteproblem. Wie viel müssen wir reduzieren? Ich möchte jetzt nur über die Reduktion reden. Naja, wir haben die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens. Wir haben die Vorgaben, die der Sachstandsbericht 1,5 Grad, der 2018 erschienen ist, vorgeben. Und letztlich geht es darum, also nicht wirklich mehr wie 1,5 Grad. 1,1 Grad haben wir schon. Also wir haben eine große Herausforderung, dass wir 1,5 nicht überschreiten. Wir haben vorhin gesehen, es gibt sozusagen ein Budget, wie viel CO2 dürfen wir noch in die Atmosphäre einbringen, damit wir die 1,5 Grad nicht überschreiten. Und das kann man nicht so ganz genau sagen. Die Wissenschaft kann das nicht auf die Tonne genau eruieren. Irgendwo zwischen 500 und 580 Gigatonnen CO2 ist der Stand des Wissens. Kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Wahrscheinlichkeit wollen wir die 1,5 Grad einhalten. 100% gibt es in der Wissenschaft nicht, aber die Wissenschaft hat sich hier schon sehr weit herunter begeben und wir reden von einer 50 oder einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Grenze einhalten können. Das sind die Zahlen, mit denen wir derzeit operieren. Und dann gibt es natürlich sehr viele Fragen, wie können wir das von der globalen Ebene auf die nationale Ebene herunterbrechen, weil die Maßnahmen ja großteils auf den nationalen Ebenen passieren oder auf der EU-Ebene. Und da gibt es die einfache Form, dass man einfach sagt, ja, pro Person, also jeder hat das gleiche Anrecht auf die noch verfügbaren Emissionen. Das wäre equal per capita. Oder man kann es auch anders machen, nicht? Man kann sagen, die Entwicklungsländer hatten bis jetzt viel weniger Möglichkeiten. Wir haben den Großteil des CO2s, das derzeit schon in der Atmosphäre ist, eingebracht, wir Industrienationen. Das heißt, uns steht nur mehr weniger zu als den anderen. Man kann es aber auch umdrehen und man kann sagen, naja, die Entwicklungsländer sind noch nicht so fossilabhängig, wie wir das sind. Das heißt, wir sollten ihnen helfen, diese Fossilabhängigkeit gar nicht einzugehen. Und dafür können wir das, was ihnen zusteht, selber verwenden, damit wir ein bisschen langsamer von unseren Emissionen herunterkommen, weil wir jetzt sozusagen schon verwöhnt sind und uns nicht so schnell entwöhnen können dieses Hilfsmittels. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und wenn Sie sich verschiedene Projekte, verschiedene Berechnungen anschauen, was ist notwendig, dann sind das die Unterschiede, die dann auch die Unterschiede in den Ergebnissen machen. Und natürlich ist auch eine Frage der Klimagerechtigkeit, die man auch sehr unterschiedlich angehen kann. Das heißt, wenn jemand jetzt mit einem nationalen Budget arbeitet, dann ist das keine streng wissenschaftliche Vorgabe. Das ist zwar wissenschaftsbasiert, aber die Annahmen, die ich treffe, ob ich zufrieden bin mit einer 1:1-Chance oder ob ich eine wenigstens 2:1-Chance haben will, ob ich das per capita verteile oder anders, das sind letztlich Entscheidungen, die etwas mit einem Wertesystem zu tun haben, die vielleicht auch mit politischen Ideologien was zu tun haben. Die sind nicht auf wissenschaftlicher Basis fällbar. Das heißt, hier interagiert natürlich Politik auch mit Wissenschaft. Und insofern ist es vollkommen klar, auch die Wissenschaftler, die jetzt konkrete Budgets vorlegen, haben damit Entscheidungen getroffen, die nicht von einer neutralen Wissenschaft herrühren. Und ein Beispiel für Österreich ist das Klimabudget für Österreich, das Kirchengas, Steininger und Schleicher erst vor wenigen Wochen publiziert haben. Sie gehen zum Beispiel davon aus, dass wir ab 2021 in Österreich noch 700 Megatonnen CO2 zur Verfügung haben. Wir haben ungefähr ein Tausendstel der Weltbevölkerung. Das heißt, wenn wir global von 500 bis 85 Gigatonnen reden, dann würde das für Österreich ungefähr 500 bis 580 Megatonnen bedeuten. Das heißt, mit Ihrer Berechnung sind Sie weit am oberen Rand beziehungsweise oberhalb des oberen Randes dessen, was derzeit das globale Budget eigentlich hergibt. Das heißt,
Sie nehmen sich für uns Österreicher schon mehr heraus, als eigentlich aus diesen neuesten Zahlen fürs globale Budget abzuleiten wäre bei der Per-Capita-Ansatz. Ja, und wir haben im Regierungsprogramm stehen, dass wir netto null bis 2040 erreichen wollen. Wir können davon ausgehen, dass wir in Österreich, wenn es hochhergeht, ungefähr 80 Megatonnen speichern können. Das heißt, wir müssen nicht 700 reduzieren, also wir müssen nicht, wir haben nicht nur 700 Megatonnen, sondern wir haben noch, wenn man so will, 780 Megatonnen, weil die 80 ja gespeichert werden. Ja, und das bedeutet dann, dass wir eine Reduktion von ungefähr 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr brauchen. Und das läuft darauf hinaus, dass wir bis 2030 um ungefähr 60% Emissionen reduzieren müssen. Je nachdem, ob man das auf 1990 oder auf 2005 bezieht. 2005 war der Höchststand, den wir hatten. Derzeit sind wir ungefähr auf dem Niveau von 1990. Also gegenüber dem jetzigen Niveau heißt das ungefähr 57-60% Reduktion. Und das schaut dann ungefähr so aus. Das wäre der Reduktionspfad. Das Blaue oben sind sozusagen das konstante Emissionsniveau, auf dem wir uns jetzt seit 1990 bewegt haben, mit einem Peak 2005. Keine wirkliche Anzeichen für eine Reduktion. Und die rote Linie ist sozusagen das, was man bei einem linearen Ansatz reduzieren muss. Und die Fläche unter der roten Linie entspricht eben diesen etwa 700 Megatonnen CO2-Äquivalente. Ja, daran möchte ich Ihnen einen Aspekt zeigen, wo die Wissenschaft jetzt in ein bisschen ein Dilemma kommt. Und das ist also unter den Scientists for Future Deutschland kombiniert mit den Österreichern und den Schweizern sehr heftig diskutiert worden. Die Fridays for Futures sagen, sie wollen -80% bis 2030 haben für die Europäische Union und netto null bis 2035. Also Sie sehen, das ist anspruchsvoller als das, was Österreich in seinem Programm stehen hat und auch anspruchsvoller als das, was Kirchengast und Co. hier vorgeschlagen haben. Und sie wollten von den Scientists for Future wissen, ob das wissenschaftlich hält oder ob das einfach eine Fantasieforderung ist, die über das hinausgeht, was die Wissenschaft hergibt. Und wenn man sich das genau anschaut, die EU hat ungefähr 5,9% der globalen Emissionen, dann ist das durchaus eine gut vertretbare Forderung. Sie bedeutet, dass die 1,5 Grad so irgendwo zwischen einem 1:1 und 2:1 Wahrscheinlichkeit eingehalten werden, wenn man Equal Per Capita ansetzt. Ja, also sozusagen wissenschaftlich begründbar, dass man diese Forderung stellt. Und jetzt kommt aber die Frage derer, die sich überlegen, wie ist denn das erreichbar? Und das sind natürlich auch Wissenschaftler, die sich darüber Gedanken machen, wie kann ich 80% der Treibhausgasemissionen reduzieren? Und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit. Und da kommt eben dann sehr oft die Antwort, das geht nicht. Unsere ökonomischen Modelle geben das nicht her. Und da muss man sagen, was sozusagen darf die Wissenschaft dann diese Forderung erheben? Ich als Naturwissenschaftlerin sage ja, wenn das ist, was die Natur was von der Natur her vorgegeben ist, also wenn bei über 1,5 Grad unsere Fähigkeit, das Klima zu stabilisieren, verloren geht oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verloren geht, dann ist das etwas, was wir nicht riskieren dürfen. Und daher ist nicht entscheidend, können wir das modellieren, wie wir reduzieren, sondern dann muss die Forderung sein, es muss reduziert werden. Und dann müssen sozusagen die Ökonomen sich überlegen, na, wie geht es? Und nicht meine Modelle können es nicht zeigen. Wenn man natürlich der Meinung ist, dass die Modelle die Realität gut wiedergeben und man davon ausgeht, dass tatsächlich, wenn etwas ökonomisch nicht nur modellierbar ist, es dann auch nicht umsetzbar ist, dann sind wir natürlich in einem Dilemma. Was sich allerdings zeigt, ist, dass die rascheste Art, Emissionen zu reduzieren, ist, dass der Lebensstil sich verändert.
Das heißt, im Prinzip können alle von heute auf morgen aufhören, Fleisch zu essen. Es können alle von heute auf morgen durchaus kürzer duschen, die Temperatur in ihren Wohnungen um 1 Grad runterdrehen. Also das sind viele Sachen, die gehen wirklich ganz, ganz schnell. Sie haben natürlich schon auch wirtschaftliche Auswirkungen, aber das geht wirklich schnell. Was weniger schnell geht, ist das Verkehrssystem, das Mobilitätssystem umzustellen, also auch wirklich Fahrmöglichkeiten anzubieten, dort, wo sie bis jetzt mit dem Individualverkehr abgedeckt wurden. Wo es länger dauert, ist, die erneuerbaren Energien zur Verfügung zu stellen. Nicht, weil es technologisch nicht möglich ist, sondern weil einfach die Kapazitäten des Ausbaus nicht da sind. Das heißt, das dauert etwas länger. Das heißt, wenn wir herunterkommen wollen mit unseren Emissionen, und zwar schnell, die Abbildung ist etwas älter, ich möchte sie nur als Schema verwenden. Wenn wir schnell herunterkommen wollen, dann müssen wir zuerst den Lebensstil ansprechen und danach die technologischen Möglichkeiten. Und die Lebensstiländerungen ist typischerweise das, was die Wirtschaftswissenschaften nicht sehr gut modellieren können. Das heißt, meine Sicht darauf ist, dass die Modelle aus den Wirtschaftswissenschaften und den Sozialwissenschaften, dass die nicht wirklich das wiedergeben, was die Menschen können, wenn sie sich dazu entscheiden. Und daher sehe ich es nicht so pessimistisch. Es zeigen letztlich alle, auch die Wirtschaftsmodelle letztlich, dass es irgendwie ja doch geht mit extremen Annahmen aus Sicht der Wirtschaftswissenschaftler, aber irgendwie geht es doch, wenn man sich die Modelle anschaut von denen, die eben möglichst viel an Veränderungsmöglichkeiten berücksichtigen. Wenn man sich die Modelle zum Beispiel der Internationalen Energieagentur, des World Energy Outlook anschaut, dann geht es sich nicht aus. Aber diese Gruppierung hat kein besonderes Interesse daran, dass wir sehr schnell aus den fossilen Energien aussteigen. Und Sie sehen schon daran, das ist nicht mehr unabhängige, neutrale Wissenschaft, wenn es die überhaupt gibt, sondern hier spielen Interessen, Weltanschauungen durchaus mit hinein. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein. Die Lösung des Problems, des naturwissenschaftlich beschreibbaren Problems des Klimawandels, ist nicht mehr naturwissenschaftlich oder streng naturwissenschaftlich beschreibbar, sondern hier spielen Werthaltungen, Weltanschauungen und so weiter mit hinein. Noch ganz kurz, obwohl ich eigentlich schon sehr weit fortgeschritten bin in der Zeit, wenn alles gut geht und wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, dann ist das nicht das Klima, das wir uns wünschen. Es wird trotzdem Städte geben, in denen es zu heiß ist zu leben, in manchen Phasen des Jahres, also im Sommer. Es wird trotzdem im Mittelmeerraum so an die 3 bis 4 Monate Dürre pro Jahr geben. Das heißt, unsere Obst- und Gemüsekulturen werden wahrscheinlich nicht mehr in Spanien, Portugal und Italien sich befinden. Das heißt, es wird sich eine Menge verändern müssen. Und das ist nicht unbedingt das, was wir uns wünschen. Aber wenn es uns tatsächlich gelingt, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und nicht darüber hinauszugehen, dann können wir davon ausgehen, dass das Klima stabilisiert ist. Und das heißt, dass es kalkulierbar ist. Es ist zwar unangenehm, aber es ist kalkulierbar und wir können uns anpassen daran. Und das ist das wirklich Positive dran, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir so viel verändern an unserem derzeitigen System, dass praktisch nicht so bleibt, wie es derzeit ist. Und diese Veränderungen können positiv sein. Die können Veränderungen zum Besseren sein. Und das gilt für alle Bereiche, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen kann. Aber in allen Bereichen gibt es positive Lösungen, die klimafreundlich sind. Und letztlich haben wir als Kompass dafür die nachhaltigen Entwicklungsziele. Die nachhaltigen Entwicklungsziele geben uns eine Art Vision vor, wohin, in welche Richtung die Reise gehen sollte. Und darauf haben sich alle Staaten geeinigt. Und man kann die 17 Ziele zusammenfassen zu den zwei wesentlichen Zielen, ein gutes Leben für alle unter Einhaltung der ökologischen Grenzen. Und zwar, dass wir beides gleichzeitig verfolgen und nicht eins gegen das andere ausspielen. Ja, wann sollen wir damit beginnen oder wann sollen wir uns da wirklich hineinwerfen, wenn nicht jetzt? Wir haben ein Pariser Abkommen, wir haben die nachhaltigen Entwicklungsziele, wir haben eine klimabewusste EU-Kommission, wir haben auch im Regierungsprogramm Klimaziele und Maßnahmen drinnen. Das Bewusstsein bei der Bevölkerung ist dank Fridays for Future wesentlich höher, als es noch vor 2 Jahren war. Trotz Corona immer noch sehr hoch, wie kürzlich eine Untersuchung
der Universität Graz oder Klagenfurt, weiß ich nicht mehr genau, gezeigt hat. Wir haben eine fordernde, aktive Jugend, die politisch geworden ist, ein ganz wichtiger Faktor. Und wir haben die Corona-Krise als Chance. Wieso ist die Corona-Krise eine Chance? Weil sie uns gezeigt hat, dass Ideologien innerhalb von Tagen unkommentiert über Bord geworfen werden können, ohne dass irgendwer ihnen eine Träne nachweint. Wir haben bis jetzt immer gehört, der Markt muss das regeln, das kann nicht der Staat. Und bei der Corona-Krise hat plötzlich der Staat eingegriffen bis ins Leben jedes Einzelnen. Das heißt, es geht, wenn man will. Die Politik kann rasch und tiefgreifend handeln, wenn sie will. Die Wirtschaft ist in wirklich einer schwierigen Lage und kann sich daher jetzt eigentlich neu erfinden. Sie kann bei der Wiederankurbelung der Wirtschaft kann man schauen, dass sie in die richtige Richtung angekurbelt wird und dass jene Teile der Wirtschaft, die nicht zukunftsfähig sind, dass die von vornherein nicht wieder gerettet und aufgebaut werden, sondern dass man schaut, dass die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, eine Tätigkeit finden, die zukunftsfähig ist. Der Staat hat dazu jetzt die Macht, weil Hilfe gebraucht wird in Form von Geld. Und man kann an dieses Geld Bedingungen knüpfen. Und nicht zuletzt, es haben sich auch viele Menschen besonnen und haben einfach einmal angefangen, darüber nachzudenken, was tun wir da eigentlich? Wollen wir das überhaupt so? Will ich das so? Ist das das Leben, wie ich es führen will? Das hilft auch bei Veränderung. Also es geht ja um die Bereitschaft zur Veränderung. Das heißt, es ist nicht die Frage, ob wir jetzt über Klimawandel nachdenken sollen, sondern gerade jetzt ist die Zeit, über Klimawandel nachzudenken. Gerade jetzt ist die Zeit, über Nachhaltigkeit nachzudenken und einen neuen Weg einzuschlagen. Es geht darum, dass wir den Wiederaufbau in eine bessere Richtung leiten, als das, was wir bisher hatten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, irgendwo gibt es noch eine Schlussfolie. Ja, egal. Ich nehme einfach den Bildschirm weg. Danke, Helga, für den inspirierenden Vortrag, auch niederschmetterten, aber am Schluss nochmal positiven Worte. Wir haben eigentlich jetzt nur eine Diskussionsrunde, falls es Fragen gibt. Ich würde gern aber eine Frage vielleicht als Icebreaker gleich stellen, weil du ja auch mit der Corona-Krise geendet hast. Gibt es dazu vielleicht schon aktuelle Zahlen, die belegen oder zeigen, dass während der Corona-Krise CO2-Emissionen um wie viel eingespart worden seien, also während der Zeit und dann aber auch über das Jahr gesehen, 2020, ob sich da etwas positiv oder negativ entwickelt hat? Ja, das sind diese Zahlen, die wir da am Anfang hatten. Ah, Moment, irgendwo muss das kommen, da. Nicht? Also die Emissionen sind, die CO2-Emissionen sind ungefähr um 7% über die ganze Periode, also über das Jahr zurückgegangen. In dem Monat April, der also sozusagen global gesehen bis jetzt den größten Lockdown hatte, waren es -30%. Aber das ist halt nicht über das ganze Jahr. Über das ganze Jahr kommt man auf ungefähr -7%. Und wie gesagt, das WIFO rechnet für Österreich mit -10%. Wenn man bedenkt, dass wir doppelt so viel, und das war auf dieser Folie zu sehen, dass wir doppelt so viel Treibhausgase in die Atmosphäre einbringen, wie die Natur aufnehmen kann. Also sozusagen die Natur nimmt die 28% und die 26% auf. Das heißt, die Hälfte, 50% unserer Emissionen bleiben in der Atmosphäre. Und wenn wir jetzt diese 7% heranziehen oder von mir aus auch 10%, dann bleiben halt nicht 50, sondern nur mehr 40% in der Atmosphäre. Aber es ist immer noch mehr, also es ist immer noch ein Zuwachs der Treibhausgasemissionen. Falls es keine, dann würde ich vielleicht nochmal eine Frage, vielleicht ergibt sich ja dann auch nochmal eine Frage. Du hast eh kurz skizziert, was man vielleicht zum Klimaschutz jetzt machen kann. Die Zeit drängt ja, aber kann ein Individueller, also bringt es was, wenn ich individuell was auch versuche, zum Klimaschutz beizutragen? Oder muss das jetzt eigentlich die Politik lösen, weil eben die Zeit drängt und die Maßnahmen ja so tiefgreifend sein müssen, dass die das als Person, als individuelle Person gar nicht kann? Man kann Emissionen nur dort reduzieren, wo sie anfallen.
Das heißt, es werden weniger Emissionen, wenn weniger Auto gefahren wird, wenn weniger geheizt wird. Das heißt, dort, wo sie anfallen, dort kann man reduzieren. Das heißt, das ist letzten Endes beim Individuum oder bei der einzelnen Fabrik. Insofern sind wir alle mit in der Pflicht. Aber andererseits können wir viele Sachen nicht machen, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen oder sie sind so aufwendig, dass es einfach nicht zumutbar ist, dass jemand ständig das Teurere, Unbequemere macht, um Klimaschutz zu betreiben. Und da ist die Politik in der Pflicht, und zwar in allen Ebenen. Das fängt in der Gemeinde an, das kann sogar in der Firma oder an der Uni anfangen, geht aber darüber hinaus dann natürlich Stadt, Region, Bund, Europa und global. Da müssen einerseits die Ziele vorgegeben sein, die sind jetzt da. Man muss eben jetzt noch auf das Nationale oder das Lokale herunterbrechen. Und man muss eben die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, es muss das klimafreundliche Handeln billiger und einfacher sein. Um ein Beispiel zu bringen, wenn ich zu irgendeiner Konferenz nach London fahren muss, wenn ich da versuche zu fliegen oder fliegen möchte, dann habe ich mit wenigen Mausklicks ein Ticket in der Hand und weiß außerdem noch, dass das der billigste ist, das, mit dem ich hinkomme. Wenn ich das Fliegen vermeiden möchte und mit dem Zug fahre, dann heißt das de facto, dass ich wahrscheinlich einmal einen halben Tag lang suche, bis ich eine Verbindung beieinander habe. Und dann kann ich möglicherweise das Ticket nur bis Paris oder Brüssel kaufen und muss den Rest dann vor Ort kaufen. Und ich zahle wesentlich mehr, als ich fürs Fliegen zahlen würde. Das heißt, es ist unbequemer und teurer. Und das kann ich nicht von der Mehrzahl der Menschen erwarten, dass sie das in Kauf nehmen. Daher ist eben die Politik auch in der Pflicht. Und zwar eben jeder Teil der Politik in dem Rahmen, in dem ihre Entscheidungskompetenz liegt, aber auch in den Forderungen nach oben. Also wenn zum Beispiel das Land gewisse Maßnahmen setzen möchte, aber durch irgendwelche Bundesgesetze gehemmt ist, dann ist es auch in der Pflicht, liegt es in der Pflicht der Landesregierung, darauf einzuwirken, dass diese Bundesgesetze verändert werden. Danke. Jetzt sind einige Fragen eingetrudelt. Jetzt muss ich ein bisschen kürzer antworten, bitte, ja. Helge. Die Frage ist, sind Sie positiv gestimmt, was das Ziel von 1,5 Grad angeht? Also sprich, dass wir das noch einhalten können, wir als Menschheit? Oder wir in Österreich oder als Menschheit? Ja, also ja. Wir in Österreich können. Wir in Österreich können natürlich nur einen kleinen Teil dazu beitragen. Was wir tatsächlich an Emissionen einsparen, wird weltweit nicht den großen Unterschied machen. Was den Unterschied machen wird, ist das Beispiel, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen, sagen, wir nehmen es ernst, wir reduzieren bei uns und es geht, wir zeigen es euch, dass es geht. Und wir helfen den Entwicklungsstaaten, dass sie gar nicht in diese Sackgasse der Fossilen hineinlaufen, in der wir drin sind. Das können wir auf der globalen Ebene tun. Wenn jetzt die Frage ist, wie positiv bin ich gestimmt, ob das auf der globalen Ebene geht oder nicht, dann muss ich sagen, es gibt positive Anzeichen. Es bewegt sich auf der technologischen Ebene sehr viel. Es bewegt sich durchaus auch inzwischen auf dem Finanzsektor sehr viel, sodass das, was ja in unserem derzeitigen Wirtschaftssystem ein ganz großer Hebel ist, sodass der wirklich wirksam werden könnte. Aber letzten Endes verbringe ich nicht viel von meiner Zeit damit, mir das zu überlegen. Ich sehe das als ethisches Problem an und ich sehe es als meine Verantwortung und meine Pflicht an, alles dafür zu tun, dass wir die 1,5 Grad erreichen können, soweit ich dazu beitragen kann. Ich kann die Welt nicht allein retten, aber ich kann meinen Beitrag leisten. Und das ist eigentlich das Wichtigere, dass ich meine Zeit darauf verwende, als dass ich sie auf Spekulationen verwende, ob sich's noch ausgehen kann oder nicht. Weil wenn ich das tue, was ich kann, dann kann ich guten Gewissens auch vor Sie alle, Studierende, hintreten und sagen, bemühen wir uns. Andernfalls wüsste ich nicht genau, wozu ich Ihnen überhaupt noch irgendwas erzählen sollte.
Danke. Eine Frage ist bezüglich des Süßwassers oder Verfügbarkeit gestellt worden, wie sich das verändern wird im Zuge der Klimawandel. Das ist sehr offen gestellt, deswegen grenzt es ein bisschen ein. Ich glaube, da wir in Österreich sein, vielleicht auf Österreich eingehen, weil ich glaube, global vielleicht anschneiden, aber das wird dann zu umfangreich sein. Also vom Grundprinzip her ist es ungefähr so, dass überall dort, wo es jetzt schon viel regnet, wird es noch mehr regnen und dort, wo es jetzt wenig regnet, wird es weniger regnen. Das heißt, Gebiete, die jetzt schon Probleme haben mit Wasser, die werden noch mehr Probleme haben. Und das gilt auch in Österreich. Also auch in Österreich werden die trockenen Gebiete wahrscheinlich noch trockener werden und die eher feuchten Gebiete nicht unbedingt feuchter werden, aber weniger Probleme haben, logischerweise, weil sie nicht so nahe an der Problemgrenze liegen. Was in Österreich natürlich passieren wird, ist, dass wir jetzt eine Phase haben werden, wo die Gletscher rasch zurückgehen. Das heißt, wo im Sommer sehr viel Abfluss ist, wo die Flüsse eher viel Wasser führen. Und dann, also die gletschergespeisten Flüsse viel Wasser spüren, aber je kleiner die Gletscher werden, desto weniger wird das wirken. Und letzten Endes wird dann die Wasserspende, also die Schmelzspende vom Gletscher völlig verschwinden. Trinkwasser in Österreich wird jetzt nicht das grundsätzliche Problem sein. Das wird im Süden Europa viel problematischer werden. Danke. Und noch eine Frage bezüglich dem Mercosur-Abkommen. Wie schätzt du ein, dass sich das auf den Klimawandel auswirken wird oder überhaupt? Wir haben ein Wirtschaftssystem, das dann stabil ist, wenn es wächst. Und Mercosur ist ein Versuch, dazu beizutragen, dass die Wirtschaft zulegt. Also das System, das wir bisher haben, dass eben möglichst viel Austausch ist, weil der eine das besser kann, der andere das. Aber letzten Endes geht es immer um mehr. Es geht nicht darum, zu reduzieren, sondern es geht um mehr. Und je mehr wir produzieren, je mehr wir transportieren, desto schlechter fürs Klima. Daher ist Mercosur kein Klimaabkommen, sondern das Gegenteil. Und wenn es in Österreich hauptsächlich wegen des Fleisches und der Bauern und der Qualität des Fleisches abgelehnt wird, dann ist das wahrscheinlich berechtigt. Aber ich glaube, das viel problematischere ist noch, dass es eben eine Verschärfung, eine Festigung des derzeitigen Wirtschaftssystems darstellt. Und mit dem derzeitigen Wirtschaftssystem, das eben, wie gesagt, wachsen muss, um stabil zu bleiben, können wir Klimaschutz nicht in dem Ausmaß erreichen, wie das notwendig ist. Daher diese Handelsabkommen, und das ist natürlich nicht mehr nur Mercosur, wir haben ja etwas Ähnliches mit Japan, das mit Amerika liegt im Moment auf Eis, aber im Grunde genommen ist das eine ganze Familie von Abkommen, die nur dazu da sind, die Wirtschaft anzukurbeln. Man sieht das auch an den Bestimmungen, die in diesen Verträgen drinnen sind, dass nämlich die wirtschaftlichen Interessen über die legitimen gesundheitlichen oder Umweltinteressen der Staaten gestellt werden. Dass Firmen den Staat klagen können, weil er im Interesse der Gesundheit seiner Bevölkerung oder im Interesse seiner Umwelt etwas verbieten möchte. Daher, also für mich ist das gar keine Frage, dass diese Abkommen abzulehnen sind. Okay, vielleicht nochmal eine Nachfrage, die ist jetzt noch nicht gestellt worden, aber so wie ich es vielleicht auch interpretiert habe, ist das Mercosur-Abkommen aber nicht besonders schädlich, weil ja nicht nur das Wirtschaftssystem ja vielleicht gestärkt oder verankert werden nur mehr, sondern weil eben Senken, CO2-Senken zum großen Teil dann zerstört werden, also im Regenwald. Oder siehst du das bei jedem Abkommen dann auch so? Also egal, ob das mit Amerika oder Japan oder wie von dir schon angesprochen ist, dass überall die ökologischen Probleme sowieso mit einhergehen. Ja, sie sind natürlich in Südamerika besonders problematisch. Wir sehen das ja am brennenden Regenwald. Und im Grunde genommen das Interesse daran, dass der Regenwald weiter brennt, es wird in Kauf genommen, dass der Regenwald brennt, damit Autos aus Deutschland verkauft werden können. Nicht? Also und das, ja, natürlich ist das ein besonderer Aspekt. Aber ich glaube, man sollte wirklich beim Grundsätzlicheren bleiben. Und sich grundsätzlich überlegen, wie schaut eine Kreislaufwirtschaft aus, wie schaut eine Wirtschaft aus, die sich wirklich innerhalb der ökologischen Grenzen bewegt. Wir reden immer von den drei Säulen der Nachhaltigkeit und wir tun so, als ob die gleichwertig wären. Das sind sie aber nicht. Die ökologische Säule ist unsere Lebensgrundlage. Und die soziale Säule ist das, was unsere Lebensfreude ausmacht. Das ist das, was es wert macht, überhaupt zu leben.
Und die wirtschaftliche Säule ist eigentlich ein Instrument, ein Werkzeug, das wir entwickeln und das wir gestalten können. Und das sollten wir so gestalten, dass es eben möglich ist, ein gutes Leben für alle innerhalb der ökologischen Grenzen zu ermöglichen. Und da passt ein Mercosur-Abkommen, aber auch diese anderen Abkommen einfach nicht hinein. Jedes Abkommen, das als primäres Ziel hat Wirtschaft und nicht als primäres Ziel eben die nachhaltigen Entwicklungsziele, gutes Leben für alle innerhalb der ökologischen Grenze, ist meines Erachtens abzulehnen. Danke. Jetzt fasse ich zwei Fragen zusammen. Die erste Frage ist, wie die Verteilung der Treibhausgase über die Kontinente aussieht. Und dann, ich nehme mal an, die Frage passt da gut dazu, wie transparent denn die Daten seien, speziell jetzt ist die Frage gestellt, im asiatischen Raum, die da zur Verfügung stehen. Ja, ich fange vielleicht mit dem zweiten an. Die Daten, die wir sammeln, sind natürlich in erster Linie Emissionsdaten, also wie viel wird freigesetzt. Und da gibt es Protokolle oder sozusagen Vorschriften, wie die zu erheben und zu melden sind von der UNO im Rahmen des Abkommens, des UNFCCC. Also das ist zumindest formal klar. Das heißt nicht, dass wirklich alles immer so gemeldet ist, wie die Realität ist. Also da gibt es natürlich Unsicherheiten. Die gibt es überall. Die sind vielleicht in manchen Ländern größer als in anderen Ländern. Was wir sozusagen global wirklich gut messen können, sind die Konzentrationen der Treibhausgase in der Atmosphäre, weil das kann man auch vom Satelliten aus messen und hat man dann zumindest eine einheitliche Messung weltweit, auch wenn natürlich auch diese Messungen Fehlerbalken haben. Aber da hat man zumindest einheitliche Messungen. Und was man da sieht, ist, dass eben die Atmosphäre ist ein bewegliches Medium. Das heißt, letzten Endes werden die Konzentrationen über alle Kontinente transportiert. Wir sehen sehr stark den Jahresrhythmus, der gegenläufig ist auf der Nordhemisphäre und der Südhemisphäre, weil jeweils dort, wo die Pflanzen gerade aktiv sind, also in der jeweiligen Sommerhemisphäre, wird mehr CO2 aus der Atmosphäre herausgenommen, während in der Winterhemisphäre weniger herausgenommen wird, da steigt dann die Konzentration. So richtig in der Konzentration, man kann natürlich Unterschiede über den Kontinenten erkennen, aber das ist nicht das Entscheidende, weil der Verteilungsmechanismus der Atmosphäre ein ziemlich guter ist. Also wenn es gerade der Wald brennt in Brasilien oder so, ist dort natürlich auch die Konzentration höher. Aber letzten Endes wird das über die ganze Welt verteilt. Also die Emissionen sind sehr stark regional unterschiedlich und da ist es vollkommen klar, die Industrienationen emittieren am meisten pro Kopf. Und die Konzentrationen, die sind viel gleichmäßiger verteilt. Nicht ganz, aber doch viel gleichmäßiger. Danke. Falls es keine Fragen mehr gibt von euch oder im Chat, würde ich sagen. Da hast du noch? Na, vielleicht, dass man den Bogen nochmal spannt mit Corona. Du hast ja zu Beginn deines Vortrags auf Corona und die Folgen hingewiesen und welchen Bezug sehen wir da auch auf eine Prioritätensetzung. Der große Berg kam ganz am Schluss, macht im Grunde ja schon auch ein bisschen Hoffnung, wenn man sieht, dass sich die Weltgemeinschaft auch in der Lage ist, sich zu einigen oder von der üblichen Handlungsweise abzuweichen. Also Physik oder Ökologie ist nicht verhandelbar, oder? Es ist nicht mit den üblichen politischen Herangehensweisen, wie man sonst Probleme handhabt. Da gibt es schon Parallelen, oder? Zwischen Corona und dem Klimawandel. Beides ist nicht verhandelbar, oder? Das sind Themen, die muss man aktiv angehen, da kann man nicht verhandeln. Ja, ich zögere ein bisschen, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich Corona nicht gut genug verstehe. Und zwar aus folgendem Grund. Bei Corona werden wir bombardiert mit Zahlen, die von den Regierungen kommen. Und die Zahlen und die Interpretation dieser Zahlen ist in praktisch jedem Land einigen ganz wenigen Wissenschaftlern vorbehalten. Was nicht passiert ist, ist das, was in anderen Bereichen und was in der Klimadiskussion massiv passiert, ist, dass es wirklich eine Diskussion unter
allen fachlich relevanten Wissenschaftlern und über die engen Fachgrenzen hinaus gibt. Also ich sehe keine wissenschaftliche Diskussion, die nicht nur zwischen Virologen oder zwischen Immunologen oder zwischen Epidemiologen stattfindet, sondern eine Diskussion, die wirklich breit stattfindet, bis hin zu denen, die sagen, naja, was bewirkt der Lockdown an gesundheitlichen Folgen zum Beispiel oder an psychischen Folgen? Und im Gegenteil, ich sehe, dass Menschen, die Entwicklung in Frage stellen oder die Interpretation in Frage stellen, dass die persönlich diffamiert werden, nicht ihre Argumente widerlegt werden. Und ich finde das eine ganz, ganz traurige Situation. Und meines Erachtens hat das Wissenschaftssystem versagt, nicht der einzelne Wissenschaftler, aber das Wissenschaftssystem hat versagt, weil es die Menschen, die eine andere oder die Wissenschaftler, die eine andere Interpretation haben, nicht zu Wort kommen lässt, sondern akzeptiert, dass die als Verschwörungstheoretiker oder sonst was abgekanzelt werden. Statt dass die, von mir aus die UNICO, die Konferenz der Rektoren, sozusagen zu einem Treffen einberuft, wo alle, die glauben, dass sie etwas Substanzielles zu diesem Thema zu sagen haben, zusammenkommen, durchaus über Zoom oder sonst irgendwie, und die ihre Argumente auf den Tisch legen und wo diese Argumente gewogen und gegeneinander verglichen werden und wahrscheinlich dann zu einer Korrektur der Meinungen von allen Seiten führt. Das hat nicht stattgefunden. Deswegen traue ich mich nicht, das einzuschätzen, wie die Situation tatsächlich ist. Man erkennt das auch daran, dass es einfach ganz bestimmte Gesichter gibt, die immer auftauchen und andere, die ja sogar ihre Botschaften auf den Social Media gelöscht werden, obwohl es Wissenschaftler sind mit einer hervorragenden Geschichte, mit einem hervorragenden Ruf, die oft ihr Leben lang aktiv waren auf genau dem Sektor. Und das finde ich einfach wirklich völlig inakzeptabel. Ich finde es auch inakzeptabel, dass Modellberechnungen, die keiner kritischen Durchleuchtung unterzogen wurde von unbeteiligten Wissenschaftlern, dass die den Politikern auf den Tisch gelegt werden und die Politiker daraufhin agieren. Man muss nicht den ganzen komplexen Vorgang eines normalen Review-Prozesses vorsehen, aber wenigstens ein Mindestmaß an Überprüfung. Jeder Wissenschaftler kann sich irren. Jeder kann verfangen sein in einem falschen Bild. Das heißt, diese Minimalanforderungen, auf die wir doch als Wissenschaftler so stolz sind, die werden derzeit alle über Bord geworfen. Wir orientieren uns an einer Zahl der Neuinfektionen, die, ich meine, das kann man ganz leicht zeigen, nicht relevant ist für die Belastung der Spitäler oder der Todesfälle. Und daher, also ich traue mich einfach nicht, wirklich diese Gesundheitskrise zu beurteilen. Da haben wir ja im Klima, in der Klimaforschung jahrzehntelange Vorarbeiten und auch eine gewisse Tradition und auch eine Scientific Community, die sich über die Jahre und Jahrzehnte ja auch in Review-Prozessen und in einer sehr soliden, auch interdisziplinären Zusammenarbeit über Jahrzehnte betätigt hat. Und das ist schon deutlich stabiler aufgebaut und da sehe ich die Probleme in der Form nicht, muss ich sagen. Also da kann man zuversichtlicher sein und hat ja, da eine gewisse Tradition. Wenn wir sind, also ich glaube, wir haben einfach gelernt, dass neue Beobachtungen, neue Erkenntnisse nicht einfach vom Tisch zu wischen sind und derjenige, der sie vorbringt, als Leugner zu verdammen ist, sondern dass man sich die Sachen anschauen muss, weil wir ja alle noch dazulernen können. Also die Naturwissenschaft ist nie etwas Fertiges. Es ist immer etwas, wo man noch was dazulernen kann, wo möglicherweise auch die derzeitigen Theorien und überhaupt die Hypothesen über Bord geworfen werden müssen. Das kann immer passieren. Und diese Demut, glaube ich, haben in gewisser Weise die Klimawissenschaftler jetzt schon gelernt. Auch früher war es so, wer hat das beste Modell? Wir sind weit davon entfernt, über sowas zu reden. Wir diskutieren das gar nicht mehr, sondern wir wissen, dass jedes zusätzliche Modell zusätzliche Erkenntnisse schafft. Und das eine Modell hier besonders gut ist und das andere Modell dort besonders gut ist. Und dass es sozusagen von Vorteil ist, wenn man viele Modelle anschaut. Und dieses Verständnis von Wissenschaft ist, glaube ich, etwas, was in der Medizin noch fehlt und insbesondere in dieser Krise fehlt.
Und das Bedauerliche ist, dass aber Maßnahmen geknüpft werden an diese Resultate, die viel dramatischer sind wie das, was die Klimawissenschaft eigentlich gefordert hätte, dass in den letzten 20 Jahren passieren muss. Dort hat man die kleinen Schritte nicht einmal sich getraut zu machen, wo man jetzt Sprünge macht auf einer viel weniger soliden wissenschaftlichen Basis. Danke. Es gibt nur zwei abschließende Fragen. 4 Minuten haben wir nur circa. Und eine ist ganz spannend. Ist eine Geoengineering-Frage eigentlich. Es geht um den Albedo-Effekt. Und die Idee war da, ob man das mit Sedimentpartikeln, also CO3, ob man dann nicht aufschütten könnte und dann eben den Albedo-Effekt erhöhen. Und die nachher eben sich mit der Zeit wieder auflösen. Ist sowas sinnvoll? Ja oder nein? Und oder auch weiter ausführen. Und die zweite Frage hat eher die Wissenschaftskommunikation betroffen, ob die Wissenschaft sich nicht überlegen muss, dass sie neue Wege geht, um eben die Menschen zu erreichen, um auch die Politik zu erreichen. Also zum ersten Punkt. Ja, es gibt Möglichkeiten im Geoengineering, insbesondere also zum Beispiel, um die Albedo zu erhöhen. Meine Vorbehalte sind, das habe ich nicht ausgeführt, nur angedeutet. Klimawandel ist ja nicht das einzige Problem, mit dem wir kämpfen. Die Biodiversität ist ein vergleichbar großes Problem. Wir wissen nicht, womit wir früher an die Wand fahren, mit Biodiversitätsverlust oder mit dem Klimawandel. Aber es gibt noch eine Fülle von anderen Problemen, also Landnutzungsänderung, die geochemischen Zyklen von Phosphor, von Stickstoff, die Versauerung der Ozeane. Also es gibt eine Fülle von anderen Problemen. Und all diesen Problemen liegt derselbe Kern zugrunde, nämlich dass wir die Ressourcen unserer Welt übernutzen. Und wenn wir jetzt versuchen, mit Geoengineering nur das Klimaproblem zu lösen, dann investieren wir hier sehr viel Geld, aber auch sehr viel Kapazität und haben aber dann für das andere nichts getan. Also zum Beispiel, wenn wir die Albedo beeinflussen, haben wir noch nichts getan, um die Versauerung der Ozeane zu verhindern, die mit der Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre zusammenhängt. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eine Frage, dass wir das Übel bei der Wurzel packen sollten, damit wir die vielen Probleme, in die wir hineingelaufen sind, gleichzeitig lösen können, mit einem Schlag lösen können und nicht jetzt sozusagen Symptombekämpfung in jedem einzelnen Bereich machen. Nicht also eine künstliche Befruchtung, weil uns die Bienen ausgehen, Albedo-Einfluss, weil das CO2 zu hoch wird und so weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir Fische züchten, die saurere Meere vertragen. Nicht? Dann müssen wir unendlich viele Maßnahmen greifen, von denen wir die Nebenwirkungen wieder nicht wissen, statt dass wir das Problem, nämlich ein Wirtschaftssystem zu haben, das wachsen muss und ein Denkmodell, wo jeder immer mehr haben will, statt dass wir die verändern. Weil das ist nicht das natürliche Denkmodell des Menschen. Das ist schon ein gemachtes, durchaus in Zusammenhang mit einem Wirtschaftssystem, das eben wachsen muss. Ich glaube, das sieht man sehr deutlich an dem 9-11-Ereignis in den USA, wo die World Trade Towers eingestürzt sind. Und die Antwort des amerikanischen Präsidenten war nicht irgendwie trauern wir oder überlegen wir, wie das zustande kommt, wieso sind Menschen so verzweifelt, dass sie sowas tun oder so irgendwas, sondern es war, jetzt müssen wir konsumieren, um unsere Wirtschaft zu stärken. Konsumieren, konsumieren, konsumieren. Also dieses Denken loszuwerden, das ist, glaube ich, das viel Zentralere. Und was das Vermitteln betrifft, ja, ich glaube auch, dass die Wissenschaft neue Wege gehen muss. Und ich glaube, da hat sich gerade durch Fridays for Future auch in den letzten Monaten und Jahren sehr viel verändert. Ich sehe viel mehr Wissenschaftler, die in die Öffentlichkeit gehen. Ich sehe viel mehr Wissenschaftler, die auch in Zeitungen schreiben. Und zwar nicht nur in den sozusagen höherwertigen, im Sinne von, dass sie eben als elitäre Zeitungen gelten, sondern in allen Zeitungen. Ich sehe viel klarere Aussagen von der Wissenschaft. Wir sind noch nicht so klar, wie wir sein sollten. Wo wir, glaube ich, noch wirklich sehr viel Spielraum haben und den wir sehr rasch nutzen sollten, ist im Zeichnen von Bildern, wie es besser werden kann. Also wie schaut diese Welt 2040 oder 2050 aus, die sich orientiert an den nachhaltigen Entwicklungszielen? Das ist ja eine der Sachen, die wir versuchen, im Uninetz-Projekt zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Menschen viel lieber
für etwas Positives kämpfen als gegen etwas Negatives. Für etwas Positives, das gibt Energie, das gibt Hoffnung, das gibt Freude. Gegen etwas Negatives ist verkrampft irgendwie. Und das, und da hat, es ist verständlich, wenn wir aus der Klimawissenschaft kommen, da sehen wir natürlich die Katastrophe auf uns zukommen. Aber wir sollten eben jetzt wirklich interdisziplinär agieren und weg von der Zeichnung von Katastrophenbildern. Das ist ein bisschen konträr zu dem, was ich gemacht habe. Aber wir sind hier ja in einem speziellen Raum und ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, wie Wissenschaft funktioniert und dass Wissenschaft sozusagen nicht nicht zeichnet zwar ein düsteres Bild in der Klimasituation, aber bei weitem noch nicht die Katastrophe, die aber durchaus im Bereich des Möglichen ist. Aber ich glaube, es ist jetzt unsere Aufgabe zu schauen, wie schaut eine zukünftige positive Welt aus. Und ich glaube, da wäre es auch ganz wichtig, dass von der jungen Generation Input kommt, von den Studierenden Input kommt. Die Studierenden sollten ihre eigenen Einflussmöglichkeiten nicht unterschätzen. Wenn man sich anschaut, was sich an Universitäten, also ich kann jetzt von meiner Universität sprechen, die Universität für Bodenkultur, hätte kein Institut oder keine Abteilung für biologische Landwirtschaft, wenn die Studierenden es nicht gefordert hätten. Oder sie hätten es jedenfalls viel später bekommen. Und die Universitäten sind ziemlich langsam, auch hat es lang gedauert, bis an den Universitäten Lehrstühle für erneuerbare Energien waren. Und es gibt immer noch die ganz starken Lehrstühle für fossile Brennstoffe. Also die Universitäten sind sehr langsam und die Innovation kommt sehr stark auch von Studierenden. Und ich kann Sie daher nur ermutigen, fordern Sie, fragen Sie nach, gibt es bei uns eine Vorlesung zu dem Thema, zu jenem Thema, gibt es eine Lehrkanzlerin dazu, gibt es ein Institut dazu, fordern Sie, wir brauchen das. Die Institution ist eine Träge und ja, das kann man aber durchaus beschleunigen. Danke, Helge, danke für deine Zeit. Ich weiß, wie knapp sie bemessen ist. Danke für die Diskussion. 3 Minuten haben wir jetzt, glaube ich, überzogen. vielen Dank, Helga. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Interesse sieht man ja auch schon, dass das, was du gesagt hast, bereits Realität ist. Das Interesse ist immens und die Studierenden gestalten das mit. Ich kriege das auch an den Einreichungen dann mit und freue mich auf die weiteren Veranstaltungen. Und darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, auch an die wenigen noch zurückgebliebenen im Saal hier und ganz herzlich natürlich bei allen, die hier online mit dabei waren. Helga, nochmal ganz herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Danke auch meinerseits fürs Interesse. Danke, Wiederhören.